Seine Märchen sind in aller Welt bekannt. Sie wurden verfilmt und vertont und inspirierten Maler wie Bildhauer zu eigenen Werken. Der dänische Dichter Hans Christian Andersen suchte die Stoffe für seine Märchen in alten Volkssagen aus Griechenland, seiner nordeuropäischen Heimat und aus Deutschland. Eines seiner bekanntesten Märchen, die kleine Meerjungfrau, entstand im Jahr 1837. Heute, im Jahr 2017, feiert sie also ihren 180. Geburtstag. Für die Illustratorin Daniela Drescher war dies, 5 Jahre nach ihrem großen Erfolg mit »Die 100 schönsten Märchen der Brüder Grimm«, Anlass genug, sich intensiv mit den Werken des dänischen Dichters zu beschäftigen. Entstanden ist eine Auswahl der beliebtesten Märchen wie Die Prinzessin auf der Erbse, Das hässliche junge Entlein, Däumelinchen, Des Kaisers neue Kleider, Die Nachtigall und Die wilden Schwäne. Die prachtvolle Ausgabe enthält aber auch weniger bekannte Märchen, die es ermöglichen, Hans Christian Andersen von einer bisher viel zu wenig beachteten Seite her kennenzulernen. Wie zuvor bei den Märchen der Brüder Grimm ist es Daniela Drescher gelungen, die zauberhafte Atmosphäre der Märchen in großformatigen farbigen Bildern wie in kleinen filigranen Zeichnungen einzufangen. Denn Märchen bedeuten für sie die große Feier des Lebens.